Hallo, liebe Freunde des Rechts. Muss man wirklich immer über Querdenker sprechen? Nein, nicht immer. Es gibt ernste Themen, es gibt fachliche Themen. Gestern hatte ich ein Video gemacht über Twitter und einen Rechtsstreit beim Landgericht Frankfurt. Davor ein Video zur Impfpflicht. Das war echt lang und anstrengend. Und heute machen wir mal ein Video mit einem kleinen Update über die verschiedenen Querdenker, verschiedenen rechtlichen Behauptungen untersuchen, ist das Quatsch, Jura oder was hat es damit auf sich, wenn ein Herr Brauner sagt, er ärgert die Bremer Ordnungswidrigkeit, Bußgeldbehörde durch Teilzahlungen. Wir schauen uns an, wo wir stehen bei Herrn Ballweg mit seinem Prozess gegen den goldenen Aluhut. Bei Prozessen haben wir auch den Herrn Füllmich mit den Volksverpetzer. Der Herr Nerling hat ein Problem mit dem Bundesverfassungsgericht, was seine Beschwerde nicht annehmen möchte. Über Frau Bahner können wir kurz sprechen und natürlich die Lieblinge Schiffmann und Brauner. Aber vorher möchte ich gerne über ein Konzept sprechen, was ich heute mit einem Studenten, der eine Masterarbeit schreibt, ausgearbeitet oder mit Leben gefüllt hatte. Und zwar hatte der Student festgestellt, dass sich bei Extremisten oder in der Querdenkenbewegung verschiedene Rollen ergeben. Und er hatte da vier Rollen identifiziert, deren Bezeichnung noch nicht ganz feststeht, aber im Wesentlichen handelt es sich einerseits um den Corona-Unternehmer, den Covid-Teur, über den wir ja schon öfter auch berichtet haben, derjenige, der also durch die Pandemie und die Proteste dagegen Geld verdient, der davon profitiert, nicht nur Geld verdient im Sinne von Kostendeckung, sondern der womöglich sogar einen Überschuss dabei produziert und der natürlich andere Motive hat als derjenige, der allein aufgrund von einer politischen Motivation angetrieben ist. Wir haben Vertrauenspersonen, vielleicht sollte man beim Corona-Unternehmer sagen, ich glaube, das klassische Beispiel für einen Corona-Unternehmer ist Michael Ballweg, der mit Sicherheit hohe Einnahmen erzeugt hat und deswegen auch verschiedene rechtliche, steuerliche Schwierigkeiten hat. Er hat selbst vor einigen Wochen ja bekannt gegeben, dass er gerade eine Betriebsprüfung im Haus hat, weil das Finanzamt andere Auffassung hat als er zur Behandlung der Einnahmen und Ausgaben und der dabei entstehenden Gewinnermittlung. Vertrauenspersonen sind meistens Menschen mit einem Expertenberuf, wie zum Beispiel Ärzte. Und möglicherweise war Herr Schiffmann am Anfang dieser Pandemie eher eine Vertrauensperson. Dazu gehört sicherlich auch Professor Bakhti. Manche andere Professoren könnten zwar Vertrauen aus ihrer Profession in Anspruch nehmen, werden aber eigentlich nicht mehr für ihre volkswirtschaftlichen Kenntnisse wahrgenommen, sondern sind eigentlich eher Meinungsmacher. Das geht wohl ineinander über. Meinungsmacher, da könnte man zum Beispiel Attila Hildmann drunter fassen, denn die Meinungsmacher neigen auch dazu, sich früher zu radikalisieren. Das sehen wir uns gleich mal an, anhand der verschiedenen Phasen, die die verschiedenen Akteure durchleben im Zuge dieser Pandemie. Und das ist manchmal spannend, wenn Leute in unterschiedlichen Phasen sich bewegen, also wenn sie auf dem Weg zur Radikalisierung noch nicht so weit fortgeschritten sind. Die vierte Rolle sind die Follower, die man auch näher betrachten kann. Und ich bin sehr gespannt auf diese Arbeit. Ich hoffe, sie wird mal veröffentlicht oder wir können sie miteinander besprechen, weil also in dieser Arbeit genau mal beleuchtet werden soll, wie sich eigentlich die verschiedenen Gruppen zusammensetzen. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in Stereotype verfällt, denn bei den Followern haben wir gesehen, es gibt nicht das eine Merkmal, was sie alle eint. Man darf nicht sagen, Querdenker sind Reichsbürger, nur weil sie dabei sind oder haben Affinität zu Nazis. Das ist wirklich zu kurz gesprungen. Man wundert sich ja auch, dass die politische Vorliebe am Anfang zumindest bei den Querdenkern häufig im grünen Lager war, dass später erst die AfD sie als Zielgruppe erkannt und versucht hatte, nutzbar zu machen, wenn auch die AfD dann Schwierigkeiten hatte, weil es konkurrierende Parteien gab, was dann dazu führte, dass vielleicht ein bisschen mehr als ein Dutzend AfD-Abgeordnete wieder ausziehen mussten. Eine andere Betrachtung der Pandemie anhand nicht nur der Person läuft über die Zeit. Und das ist etwas, was ich schon öfter diskutiert und durchdekliniert habe, weil wir beobachten, dass die verschiedenen Akteure ihre Rollen, ihre Motive und ihre Verhaltensweisen anpassen, je nachdem, in welchem Stadium sie sich gerade befinden. Und da ist die erste Phase, ich nenne sie die Visionierungsphase, die, wo am Anfang vielleicht wirklich ideelle Motive im Vordergrund steht, wo ein Bedürfnis entstanden ist, etwas zu unternehmen gegen zum Beispiel überschießende staatliche Lockdown-Maßnahmen. Und das ist durchaus nachvollziehbar und da kommt vielleicht auch der Gedanke oder auch die Namensgebung her, etwas anders zu denken, etwas kritisch zu hinterfragen. Und das ist nicht verkehrt. Der Grundgedanke, staatliche Maßnahmen zu überprüfen, ist absolut berechtigt. Und
Insofern könnte man sagen, zu dem Zeitpunkt waren viele auch wirklich gut nachvollziehbar. Die Distanzierung, die auch ich hier kritisiere, nicht die Distanzierung der Querdenker, sondern eigentlich die Distanzierung zu Anstand und wissenschaftsorientierter Logik, die entsteht meistens erst später. Und wenn man sich zum Beispiel einen Corona-Unternehmer, der nicht als solcher auf die Welt kommt, der nicht als solcher anfing, sondern wie einen Unternehmer anschaut, wie Herrn Ballweg, der Unternehmer in einem anderen Bereich war, dann hatte er zunächst einmal eine Vision und eine Idee, hat dann mobilisiert. Und das gelingt dann manchen Leuten besser als anderen. Also man müsste Herrn Ballweg durchaus zugutehalten, dass er ein Talent dafür hatte, Sachen zu organisieren, an solche Sachen zu denken wie Markenanmeldungen oder Franchise-Verträge, die nicht Franchise-Verträge hießen. Aber Herr Ballweg hatte von Anfang an dafür gesorgt, dass Querdenken 711 die zentrale Organisation ist, die die anderen Regionen steuert und eben auch rein regieren kann, wo man eben auch einen Gebietsfürsten austauschen kann, wie geschehen in Berlin, um zum Beispiel mit dem Mittel der Namens- und Markenrechte sicherzustellen, dass nicht jemand anders sich abspalten kann, um eben Kontrolle zu haben. Und das sind eben typisch unternehmerische Maßnahmen, die hilfreich sind in dieser Phase der Mobilisierung, wenn man also versucht, Anhänger zu finden und möglichst viele Leute anzusprechen. Und bei Querdenken war es am Anfang so, dass in dieser Mobilisierungsphase großer Wert darauf gelegt wurde, als vernünftig zu erscheinen. Damals hat Herr Ballweg auch noch Interviews gegeben, er wurde auch noch eingeladen dazu, man hat mit ihm diskutiert und das war auch eines seiner Credos, mit allen offen diskutieren zu können. Es gibt andere in der Szene, die eigentlich diese Phase des Ernstgenommenwerden übersprungen hatten, weil sie vielleicht auch gar keine Gelegenheit dazu hatten. Derjenige, der am schnellsten in die späteren Phasen abgedriftet ist, war sicherlich Attila Hildmann. Aber gehen wir mal die weiteren Phasen durch. Wir haben also diese Mobilisierungsphase nach der ersten Vision, nach der ersten Gründung. Und danach kommt eine Sättigungsphase. Eine Sättigungsphase, in der wir sehen, dass wir keine weiteren Follower mehr finden. Also irgendwann hat man alle mobilisiert, auf den Telegram-Kanälen oder auf den Massendemonstrationen vereinigt und auf die Straße gebracht. Man verliert ein paar, gewinnt ein paar dazu, aber man schafft es nicht mehr, aus der Mitte der Gesellschaft sehr viele neue Leute zu binden. Und jetzt geht es dann darum, die Follower-Anhänger, die man hat, zu bedienen. Und das ist eine interessante Phase, dieser Übergang ist natürlich fließend, wo man nicht mehr Rücksicht nimmt, dass man Leute, die nicht schon Anhänger sind, neu gewinnt, sondern die, die da sind, bei Laune hält und zwar mit immer neuen Inhalten. Und bei Querdenken war das auch der Übergang von Maßnahmenkritik zu Impfverteufelung. Das war sozusagen das Thema, was sich unmittelbar danach anschloss. Denn erinnern wir uns, 2020 gab es noch keine Impfstoffe. Da ging es um nicht pharmazeutische Maßnahmen, also Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, gegen die Querdenken damals auf die Straße gegangen ist. Und der damaligen Zeit waren die Anhänger, also die vierte Rolle hier, häufig auch Unternehmer. Unternehmer, die unter den Lockdown-Maßnahmen gelitten haben und die deswegen auch bereit waren, Querdenken auch finanziell zu unterstützen. Wenn sie nicht auf die Straße gegangen sind, haben sie dafür gesorgt, dass das Equipment bezahlt wurde, dass also ausreichend finanzielle Mittel da waren und dass vielleicht auch ein Anreiz da war, um weiter Proteste zu machen, um Einfluss zu nehmen auf die Politik. Und das ist wahrscheinlich damals auch durchaus gut gelungen, denn es führte dazu, dass die Politik sich bei der zweiten Welle zunächst nicht getraut hatte, wirklich harte Maßnahmen zu verhängen. Es gab dann diesen Wellenbrecher-Lockdown, der nicht richtig schnell und viel gewirkt hat. Im Nachhinein spielen die paar Wochen wahrscheinlich auf dem Zeitstrahl keine große Rolle, aber wir haben gesehen, dass die Politik Angst hatte von Querdenken. Und das war das Ziel, auch von denjenigen, die die Bewegung unterstützt haben. Aber danach, als dann der Winter kam, als dann auch die Zahlen der Hospitalisierungen hochgegangen sind, haben sich Menschen abgekehrt. Menschen, die dagegen waren, dass es Kontaktbeschränkungen gab, haben teilweise auch hingenommen, dass es bestimmte Maßnahmen gibt, dass man vielleicht auch Masken tragen muss. Und so hat Querdenken es nicht mehr geschafft, aus der Mitte der Gesellschaft so viel neue Anhänger zu rekrutieren. Es kamen dann neue Anhänger hinzu aus alternativmedizinischen Kreisen, aus der impfkritischen Bewegung, wobei das natürlich zunächst einmal auch eine große Überschneidung hatte mit den bisherigen Anhängern. Aber wir haben gesehen, zum Jahreswechsel
2021, wo Herr Ballweg sogar gesagt hatte, wir sagen alles ab und fordern einen Mega-Lockdown. Das war eine große Überraschung. Man fragte sich damals, hat er irgendwas geraucht oder was soll das jetzt? Aber es war klar, mit Großdemonstrationen konnte man nicht mehr Spenden akquirieren. Deshalb hatte es keinen Sinn gemacht. Und Herr Ballweg hatte zum damaligen Zeitpunkt auch noch sehr darauf geachtet, sich möglichst an gesetzliche Vorschriften zu halten, keine verbotenen Veranstaltungen zu veranstalten, also nicht auf die Straße zu gehen und Prügeleien mit der Polizei anzufangen. Das ist heute anders in der Querdenkenbewegung, wobei man sie wahrscheinlich gar nicht mehr so einheitlich betrachten kann. Aber wir sehen jedenfalls nicht Herrn Ballweg, wie er die Horden anführt und mit Kinderwagen oder dergleichen gegen Polizeisperren vorgeht. In dieser Sättigungsphase bedient man also seine Follower auf den Telegram-Kanälen oder in den anderen Kommunikationskanälen mit neuen Informationen. Und diese Informationen müssen interessant und neu sein. Und dadurch werden sie auch immer radikaler. Und damit gehen wir über in diese Radikalisierungsphase, die manche dieser Akteure früher oder später durchlebt haben, indem sie, gut zu sehen am Beispiel von Attila Hildmann, irgendwann auch nicht mehr versuchen, Recht und Gesetz zu beachten, weil sie im Grunde genommen sich schon überworfen haben mit dem Staat und dem Grundgesetz, dessen Einhaltung sie vorher noch eingefordert hatten, was die Sache ja so absurd macht, wo sie dann anfangen, Volksverhetzung oder Umsturzfantasien zu formulieren, wo sie jetzt dazu aufrufen, Gewalt anzuwenden gegenüber Funktionsträger des Staates oder gegen Exekutivorgane. Das macht die Sache manchmal so widersprüchlich, weil einerseits ruft man die Polizei an zur Unterstützung oder freut sich, wenn sie ein Selfie machen mit einem. Im nächsten Schritt prügelt man gegen sie an. Die wissen wahrscheinlich auch nicht mehr, was sie eigentlich wollen, aber das liegt eben auch daran, weil manche in unterschiedlichen Stadien sind. Und wenn man näher reinschaut, sieht man auch, wie sich ein Herr Ballweg zum Beispiel am Anfang versucht zu distanzieren von Attila Hildmann, weil der schon viel, viel weiter mit der Radikalisierung fortgeschritten war. Und dann wiederum sieht man, dass sich manche andere zurückziehen. Es gibt auch die gescheiterten Unternehmer, die also versuchten, auch aufzuspringen auf den durchaus erfolgreichen Zug der Massendemonstrationen und der Spendenaufrufe. Also alle, die im Sommer 21 und 20 unterwegs waren und sehr sichtbar waren, konnten gute Spendengelder akquirieren, einfach nur indem sie auf ihrem PayPal oder auf ihrem Telegram-Account ihre Spendenkonten bereitgegeben hatten. Und besonders erfolgreich dabei war sicherlich der HNO-Arzt oder ehemalige HNO-Arzt Bodo Schiffmann, der mit Spendenaktionen in kürzester Zeit auch sein ins Minus geratene Geschäftskonto angeblich hat auffüllen können. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber das waren die Nachrichten. Oder eben die fast 700.000 Euro für das Ahrtal, also was nicht ursprünglich für ihn gedacht war, zu akquirieren. Das zeigte, was für eine Bereitschaft zum Spenden vorhanden war. Es gab ja auch die Geschichte von Ballweg, der Ersatz für einen durch einen Anschlag abgebrannten Truck mit Equipment innerhalb von kürzester Zeit organisiert hatte, wo angeblich mehrere hunderttausend zusammengekommen sind. Weitere Unternehmer, klassische Unternehmer, die eigentlich ihr ganz normales eigenes Geschäft machen, sind die Busunternehmer, aber auch die Rechtsanwälte. Also der Kollege Füllmich ist sicherlich einer der Coviteure oder Corona-Unternehmer, die es geschafft haben, mit dem Thema auch Geld zu verdienen, Mandanten zu akquirieren, sei es jetzt ganz herkömmliche Mandate, wie jetzt bei den Anwälten für Aufklärung, die einfach ja, ganz normale Aufträge von Einzelpersonen entgegengenommen haben, um zum Beispiel Klagen gegen einzelne Maßnahmen einzureichen oder eben die ganz verrückten Klagen wie diese Sammelklagen, wo versprochen wurde, zahl einen Pauschalbetrag und wir sorgen dafür, dass wir durch juristische Mittel die Pandemie verkürzen, beenden, den PCR-Test diskreditieren und Drosten, Wieler, Spahn vor den Kadi ziehen, was nicht so richtig gut funktioniert hat, aber das war von Anfang an klar. Und da hat es tatsächlich Leute gegeben. Wir hatten ja schon vor langer Zeit mal offenbart, dass anhand der Rechnungsnummern anscheinend mehr als 1,3 Millionen Euro an Rechnungen bezahlt, ausgestellt worden sein müssen. Ob die dann wirklich bezahlt worden ist, eine andere Sache. Fun Fact am Rande, es wurde stets die Umsatzsteuer ausgeführt, allerdings in einer fehlerhaften Art und Weise, sodass sie abgeführt werden muss ans Finanzamt, auch wenn sie nicht bezahlt wird. Allerdings war nicht Rainer Füllmich der Rechnungsaussteller, sondern ein anderer Berliner Rechtsanwalt. Ich bin sicher, dass die Finanzbehörden sich das mittlerweile auch haben anschauen können. Das dauert halt einfach nur alles ein bisschen länger. Also wir haben so die verschiedenen Stadien von Start-up, von Vision bis hin zu Radikalisierung. Und wir sind bei vielen dieser Gruppen tatsächlich genau bei dieser Radikalisierung angekommen. Aber ich hatte ja versprochen, dass wir über
einige der Querdenker mal sprechen, wo sie im Augenblick stehen. Also da haben wir zum Beispiel den Herrn Ballweg, den ich ja schon ein paar Mal angesprochen hatte hier. Da haben wir folgende Neuigkeit. Es gibt eine negative Feststellungslage des Goldenen Aluhut, gemeinnützige Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt. Die streitet mit Herrn Ballweg darüber, weil Herr Ballweg meinte, den Aluhut abmahnen zu müssen, weil er nicht den Schmachpreis gewonnen hat, und zwar den aus dem Jahr 2020. Dafür hatte Herr Ballweg zusammen mit Ralf Ludwig eine Abmahnung verschickt, die gespickt war mit Quatsch-Jura-Argumenten. Und das war übrigens der Punkt, warum ich überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden bin, weil ich gesehen hatte, dass der Goldene Aluhut rechtliche Unterstützung brauchte. Und das fand ich damals so absurd, wie jemand versucht, mit unsinnigen juristischen Argumenten, es sei hier eine Ausschreibung, Auslobung, Entschuldigung vorgenommen worden und die müsste man jetzt einklagen, versucht, Druck auszuüben und damit diesen Preis zu bekommen, was in Wirklichkeit ja nur darum ging, Publicity zu erzeugen. Denn für Corona-Unternehmen ist jede Nachricht eine gute Nachricht. Und das ist das, was wir so oft übersehen, dass wir natürlich, indem wir über jedes Stöckchen springen, was hingehalten wird, deren Geschäftsmodell bedienen. Die leben von der Empörung und gerade auch in Attila Hildmann muss sich natürlich immer mehr ins Zeug legen, um aus der Türkei heraus sichtbar zu werden. Er verliert immer weiter Anhänger, bis dann Anonymous noch kam und ihm seine Kanäle dicht gemacht hat. Das ist wirklich unangenehm, wenn er schon so einen hohen Preis gezahlt hat und aus einem Irrtum heraus das Land verlassen hatte. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Attila Hildmann hätte das Land nicht verlassen müssen. Wir haben eigentlich gesehen, dass die Justiz zwar Durchsuchungen vornimmt, aber ihn nicht wegen der bis dahin begangenen Straftaten zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt hätte. Nachdem er dann aber weg war und meinte, jetzt ist er immun und dann angefangen hat, tatsächlich strafbare Sachen zu betreiben, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er mal im Gefängnis landet, wesentlich höher. Zu Gefängnis kommen wir auch gleich noch. Machen wir kurz mal weiter. Herr Ballweg hatte also diesen Prozess. Das Amtsgericht Stuttgart hatte vorgeschlagen, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. Herr Ballweg hatte das abgelehnt. Wir waren eigentlich damit einverstanden. Zuletzt gab es einen Termin Ende Januar. Da hatte Herr Ballweg auch mich schon angeschrieben und gefragt, ob wir den nicht verlegen könnten, denn er hat jetzt Wichtigeres in Berlin zu tun. Ich hatte angeregt, er soll doch einfach die Sache für erledigt erklären. Dann bräuchten wir gar keinen Termin oder wenigstens eine mündliche Verhandlung machen. Das könnte die Sache für ihn auch günstiger machen. Jetzt haben wir die Nachricht erhalten, dass der Termin auf Februar verschoben wurde. Ist in Ordnung. Es ist nämlich besser, einen mündlichen Termin zu machen. Ich würde ja gerne mal Herrn Ballweg persönlich kennenlernen. Dann können wir aber auch gerne noch mal einen Monat darauf warten. Schiffmann. Immer wieder kommen Fragen zu Schiffmann, obwohl es so viele Neuigkeiten eigentlich gar nicht gibt, denn der Moneypool von PayPal ist vermutlich immer noch nicht freigegeben worden. Ich hatte gelegentlich Kontakt mit einem Anwalt von Herrn Schiffmann. Ihr erinnert euch, ich hatte mal diese Anfrage, ob man gemeinsam mit Schiffmanns Anwälten die Verteilung der Mittel, wenn sie denn mal freigegeben werden sollten, betreiben sollte. Ich hatte mich damals dagegen entschieden, dafür ein solches Mandat entgegenzunehmen. Allerdings würde ich gleichwohl Informationen, die man mir preisgibt, einsehen oder prüfen, aber ich würde kein solches Mandat übernehmen. Das führte zu Kritik auf allen möglichen Seiten oder auch Erleichterung. So wie es momentan aussieht, liegt das Geld wohl vermutlich noch weiter bei PayPal. Es gibt wohl Unstimmigkeiten, warum es dort liegt, weil PayPal anführt, dass die Staatsanwaltschaft das veranlasst habe. Die Staatsanwaltschaft soll angeblich gegenüber Schiffmanns Anwälten gesagt haben, das sei nicht der Fall. Die Wahrheit kann ich hier nicht näher überprüfen, weil ich weder mit PayPal noch mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg gesprochen habe. Die Frage, die aufkam, ist, was würde denn passieren, wenn Herr Schiffmann das Geld behalten würde? Und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Es kommt darauf an, ob man Untreue hier annimmt, ob eine Vermögensbetreuungspflicht vorliegt. Und es ist durchaus denkbar, dass man sie nicht annimmt. Auch wenn Schiffmann selbst oder seine Anwälte davon ausgehen, dass eine Untreue denkbar ist, auch die Staatsanwaltschaft hat es gesagt, muss man dieses Tatbestandsmerkmal schon noch mal genauer betrachten. Soll nicht heißen, dass Herr Schiffmann das Geld behalten darf. Also ich würde es ihm auch dringend nicht empfehlen, es einzustecken, sondern es ordnungsgemäß zu verteilen. Ganz genau ist es aber noch nicht geklärt und das wird später eine Staatsanwaltschaft machen. Einen Betrug haben wir jedenfalls noch nicht, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Geld akquiriert wurde, war wahrscheinlich tatsächlich die Absicht, das Geld weiterzuleiten und zu verteilen. Eigentlich schade, weil jetzt gerade im Winter gab es einige Leute, die wirklich Probleme hätten und die was mit dem Geld hätten anfangen können, wo auch die staatlichen Mittel vielleicht nicht rechtzeitig oder hilfreich genug waren, um zum Beispiel für kurzfristige Heizungsreparaturen zu sorgen. Ja.
Herr Brauner hatte wieder Schlagzeilen gemacht, weil er ein lustiges Video verbreitet hat, wie er schlauer ist als die Bußgeldbehörde in Bremen. Er sagte, er soll ein Bußgeld bezahlen, weil er an einer verbotenen Versammlung teilgenommen habe. Er wehrt sich zwar mit dem Argument, er sei in Wirklichkeit Journalist und deswegen durfte er daran teilnehmen. Gleichwohl kam es zu diesem Bußgeld. Und jetzt machte er die Empfehlung an andere Leute, die in der gleichen Situation sind. Erstens das Geld im Sparstrumpf haben, Sparschwein haben, alles im Blick behalten und dann die Behörde ärgern mit Teilzahlungen, indem man winzig kleine Beträge bezahlt, dann nicht bezahlt, dann wieder neu verhandelt. Und da war jetzt die Frage, kann das funktionieren? Kann das dazu führen, dass man nicht in Erzwingungshaft kommt? Oder wie sieht das die Rechtslage, wie sieht es praktisch aus? Zunächst einmal muss man mal klar machen, dieser Hinweis, zahle in kleinen Beträgen, kann dem Zahlungspflichtigen das Leben schwer machen, bestenfalls keine Kontoführungsgebühren verursachen, hat aber überhaupt keine Wirkung, um ein politisches eine politische Botschaft zu übermitteln oder jemanden irgendwas auszuwischen. Die Verbuchung dieser vielen Einzelposten und seien es auch Centbeträge erfolgt maschinell. Mag sein, dass Sachen nicht zugeordnet werden könnten, dann wird es für den Zahlungspflichtigen die Arbeit sein, nachzuweisen, dass er bezahlt hat. Und dann hat er dann die Mühe, diese Nachweise beizubringen. Aber im Grunde genommen sind das Sachen, die maschinell stattfinden und dann langweilt man vielleicht eine Datenverarbeitungsanlage. Aber man wird schwerlich einer Behörde etwas auswischen und zeigen, du böse Behörde, weil du mich geärgert hast, zeige ich es dir jetzt, indem ich dich mit Geld bewerfe. Das hatten Leute auch schon beim Volksverpetzer versucht mit Centbeträgen in der Erwartung, dass für die Verarbeitung dieser Centbeträge höhere Kosten entstehen, ist aber jedenfalls bei PayPal nicht der Fall und bei den Banken kann das zwar manchmal so sein, dass es eine Postengebühr gibt, aber bei Behörden, die meistens sogar in staatlichem Eigentum liegen, spielt das in der Regel keine nennenswerte Rolle. Was allerdings schon eine Rolle spielt, ist, ein Video zu machen, in dem man preisgibt, dass man das Geld eigentlich hat, dass man also keine Zahlungsunfähigkeit hat, dass also die Voraussetzungen für eine Ratenzahlung gar nicht vorliegen. Und das ist das Beweismaterial, was man bräuchte oder gebrauchen könnte als Bußgeldbehörde, um die Erzwingungshaft durchzusetzen. Was Herr Brauner also eigentlich macht, ist nicht einen Hinweis zu geben, wie man eine Behörde ärgert, sondern das Beweismaterial dafür zu sammeln, dass eine Erzwingungshaft sofort durchgeführt werden kann, weil nämlich die Voraussetzungen für eine Teilzahlung, nämlich Zahlungsunfähigkeit, gar nicht vorliegen. Ist also insofern nicht so besonders schlau. Ich würde es auch tatsächlich niemandem empfehlen, ganz gleich auf welcher Seite man steht, zu versuchen, eine Behörde damit zu ärgern. Was man schon machen kann, ist natürlich bei Zahlungsschwierigkeiten Teilzahlungsvereinbarungen zu schließen. Und ja, Behörden sind geduldig und das ist auch gut so. Selbst wenn man eine Vereinbarung geschlossen hat und dann später sie nicht bedienen kann, hören sie einem in der Regel auch nochmal zu, würden es aber nicht tun, wenn man sich gleichzeitig natürlich über die Behörde lustig macht, sofern sie das mitbekommen. Aber ich bin sicher, es gibt bestimmt irgendjemand, der den entsprechenden Link nach Bremen weitergeleitet hat. Der Volkslehrer Nikolai Nerling, war noch nicht Gegenstand von diesem Kanal, beschwert sich darüber, dass er verurteilt wurde wegen Volksverhetzung. Ich habe das Urteil selbst nicht gelesen und hat Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und jetzt war die Frage, wie kommt es, dass die Verfassungsbeschwerde gar nicht angenommen wird? Das ist geregelt in § 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Zweimal G, hinten Gericht und Gesetz. Da stehen also die Spielregeln für die Verfassungsbeschwerde. Und was man dabei erkennt, ist, dass das Bundesverfassungsgericht eben nicht die Superrevisionsinstanz ist. Selbst wenn eine vorherige Entscheidung fehlerhaft ist, ist es nicht die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes, diese dann zu korrigieren, sondern ein Bundesverfassungsgericht wird ein Urteil eines ordentlichen Gerichts, auch eines Strafgerichtes, nur dann aufheben, wenn dort eine besondere verfassungsrechtliche Bedeutung gegeben ist und Grundrechte davon verletzt wurden. Und das ist bei einer Verletzung einer Strafbarkeit bei 130 StGB nicht ausgeschlossen, aber nicht in der Regel der Fall. Also insofern, ich kenne den Fall nicht, aber die Zurückweisung, die Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde ist eigentlich der normale Fall. Man müsste sich die Begründung näher anschauen, was da vorgebracht worden ist. Da kam die Frage auf, was macht man eigentlich mit der Kollegin Beate Barner? Die hat ein langes Traktat geschrieben darüber, dass sich alle Menschen strafbar machen, die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer anwenden. Sie beruft sich da auf verschiedene arzneimittelrechtliche Gesetze und ich muss ehrlich sagen, ich habe die nicht näher geprüft. Was ich aber bemerkenswert finde, ist die
Zahlenspielertricks, die dabei angewendet werden. Denn wenn ich zum Beispiel die Behauptung aufstellen wollte, dass durch Impfstoffe 20-mal mehr Menschen sterben als an Corona, dann ist das erstmal eine ziemlich gewagte These. Und wenn es so wäre, dann würde es tatsächlich gute Gründe geben, keine weiteren Impfungen durchzuführen. Aber wie untermauert man eine solche Zahl, womöglich sogar mit amtlichen Statistiken? Und da sehen wir dann, wie hier gearbeitet wird. Und das ist beinahe vorbildlich in der Trickserei. Man sucht sich eine Zahl, die glaubwürdig ist, wie zum Beispiel die beim PEI, beim Paul-Ehrlich-Institut, gemeldeten Todesfälle. Da hat man schon die erste Unschärfe, nämlich melden kann man dort erstmal alles, ohne dass ein Nachweis erbracht wird, dass tatsächlich eine Kausalität vorliegt. Das Gleiche hat man auch, wenn man sagt, jede Strafanzeige zu einer bestimmten Deliktsart wird erstmal hochgerechnet und wie ein echter Fall gewertet, unabhängig davon, ob später etwas rauskommt oder nicht. Da soll man dieses Beispiel bringen, ich mache es trotzdem. Da gab es Statistiken, die besagen, es geht so und so viel 1000 Strafanzeigen wegen Vergewaltigungen und die sind allesamt richtig. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt schätzt man eine Dunkelziffer. Man schätzt, wie viele von den tatsächlichen Impftoten werden denn wohl registriert. Und wenn ich sage, die wenigsten Impfnebenwirkungen werden tatsächlich dort angemeldet, dann erscheint das vielen Leuten durchaus plausibel. Und wenn Frau Barner jetzt sagt, nur 1% der tatsächlichen Impfnebenwirkungen, einschließlich Tod, werden dort vermerkt, dann ist es folgerichtig, dass man im nächsten Schritt eine Verhundertfachung annimmt. Und nach der Verhundertfachung macht man eine weitere Hochrechnung für andere Regionen und andere Zeiten und so kommt man dann auf astronomische Zahlen. Merkt man den Trick? Merkt man, wo sozusagen der Fehler da drin ist? Interessiert es einen wirklich? Nun, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Die andere Frage, die aufkam zusammen mit Ärzten, aber auch mit Rechtsanwälten, war, wann verliert man eigentlich seine Zulassung? Das kann ich jetzt mal spontan erklären für Rechtsanwälte, für Ärzte. Muss ich das nochmal recherchieren lassen? Eine Mitarbeiterin habe ich gebeten, da mal etwas rauszusuchen, machen wir in einem künftigen Video. Für Rechtsanwälte gibt es tatsächlich einen Verlust der Zulassung wegen Unwürdigkeit, so ist das im Berufsrecht geregelt, und zuständig dafür sind die Rechtsanwaltskammern. Wir Rechtsanwälte haben uns Kammern gegeben, um uns selbst zu verwalten, weil diese Kammern werden von Anwälten geleitet, damit der Staat uns Anwälte in Ruhe lässt und wir uns selbst organisieren. Das ist so ein Deal, den wir gemacht haben, und damit fahren die Anwälte in der Regel auch ganz gut, führt nämlich dazu, dass man selbst die Spielregeln macht und dass die eine Krähe der andere, naja, ihr wisst schon, die Unwürdigkeit für einen Anwalt wird relativ selten vorgenommen. Man sollte nicht wegen irgendwelcher Kleinigkeiten Leute gleich aus der Anwaltschaft rauswerfen, sondern es muss schon so gravierend sein, dass auch alle Anwälte sagen, so jemanden möchten wir nicht bei uns haben. Und jetzt kommt Nelly tatsächlich mal vorbei und sucht sich einen bequemeren Platz hier. Typischerweise entsteht die Unwürdigkeit eigentlich erst, wenn eine Straftat begangen wurde. Das heißt, nur der Umstand, dass jemand eigenartige rechtliche Praktiken an den Tag legt, führt eigentlich nicht dazu, dass jemandem die Zulassung entzogen wird, zumal das ja auch ein Eingriff in Artikel 12 Grundgesetz ist, dass es braucht, hat also sehr hohe Anforderungen. Das ist der Grund, warum viele Anwälte nach wie vor heute noch unterwegs sind, selbst wenn sie fragwürdige Dinge tun, selbst wenn sie sich gelegentlich strafbar machen. Also kann man da nicht so sehr darauf setzen, dass es hier wirklich zu einem Verlust der Anwaltszulassung kommt, bevor es zu einer Strafbarkeit kommt. Deshalb ist tatsächlich die Staatsanwaltschaft, die richtige Behörde, wollte man beispielsweise mal prüfen lassen, ob Herr Füllmich einen Betrug begangen haben sollte mit seiner Corona-Sammelklage. Wobei, wie vorhin schon gesagt, er selbst hat das Geld ja gar nicht direkt eingenommen. Er war ja nicht der Vertragspartner. Wer dort einen Auftrag erteilt hat, wird wissen, dass er eigentlich mit Füllmich unmittelbar gar nicht so viel zu tun hatte. Letzter Punkt, Spaziergänge. Und da war der Hinweis, ist den Leuten eigentlich bewusst, wie schnell man drin ist im Landfriedensbruch. Und das ist etwas, das hatten wir kurz nach Weihnachten bei der Situation mit dem Kinderwagen und der Polizeisperre und dem Tränengas. Der Straftatbestand des Landfriedensbruches sieht einen ziemlich weit ausgedehnten Täterbegriff vor, nämlich mitgehangen, mitgefangen. Jeder, der dabei ist, ist Mittäter des Landfriedensbruchs, wenn aus einer Menge heraus Gewalttaten verübt oder angedroht werden. Und dieses Androhen geht relativ schnell. Man stellt sich also vor, ein Mob, der vor einem Wohnhaus einer Gesundheitsministerin steht oder vor einer Polizeisperre, die vielleicht auch schon durchbricht. Und dann stehen Leute vorne, die Gewalt ausüben, die zum Beispiel prügeln oder Steine werfen und andere sind mit dabei. Und dann ist die Frage, stehen die anderen dabei und unterstützen auf diese Weise die Bedrohlichkeit der Situation? Dann sind sie auch Täter des Landfriedensbruches. Oder kommt es darauf an, dass jemand selbst einen Backstein in der Hand hat?
Tendenziell würde man lieber die Leute mit dem Backstein in der Hand verurteilen, aber der Landfriedensbruchstatbestand ist so weit gefasst, dass es ausreichen würde, jeden, der sich da drin befindet und der sich nicht rechtzeitig nach entsprechendem Anruf davon distanziert hat, auch zu verurteilen. Und das kann dazu führen, dass man manchmal einen Mitläufer strenger bestraft als jemanden, der halt schon schneller abgehauen war oder der nicht ermittelt werden konnte. Und da haben wir das alte Problem, keine Gleichheit im Unrecht. Es kann sein, dass ich auf der Autobahn geblitzt werde, obwohl andere Leute viel schneller gefahren sind als ich, mich sogar überholt haben und die nicht erwischt wurden. Spielt das eine Rolle? Nein, nicht wirklich. Tatsächlich kann ich mich nicht darauf berufen, dass man jemand anders hätte verfolgen müssen. Da gab es zum Beispiel von dem Oberst A.D. Eder das Argument, die SPD stand auf ihrem Foto ganz nah beieinander und ich bezahle erst dann ein Bußgeld für die Verletzung von Abstandsregeln, wenn die vorher bezahlt haben. Das ist ein Argument, was man vorbringen kann, aber juristisch spielt es keine Rolle. Deshalb ist die Warnung, und zwar ganz gleich, wo man demonstriert, sobald Gewalt angewandt wird, sollte man sich sehr schnell entfernen und nach außen sichtbar machen, dass man damit nichts zu tun haben will. Ansonsten ist man erstens strafrechtlich verantwortlich und zweitens, man ist auch Objekt von polizeilichen Maßnahmen, ohne dass man dagegen später vorgehen kann. Wenn aus einer Menge heraus zum Beispiel Backsteine fliegen oder Molotow-Cocktails oder gar Schüsse abgegeben oder angedroht werden, dann ist es gerechtfertigt für eine Polizei, sich zu wehren mit dem, was notwendig ist. Freundlicherweise wäre das Wasser, es kann aber auch Pfefferspray sein, es können sogar Schusswaffen sein, soweit ist es zum Glück noch nicht gekommen, aber das sollte demjenigen, der vor allem auf die Idee kommt, seine Kinder zu so einer Demonstration mitzunehmen, bewusst sein, dass er damit eine ganz erhebliche Gefahr für sich und alle, die er in seinem Umkreis hat, verursacht. So viel zu dem aktuellen Stand der Querdenker. Die Frage zur Zulassung von Ärzten schauen wir bei Gelegenheit nochmal nach. In diesem Sinne, bleibt gesund, kommt gut durch die aktuelle Welle und lasst euch boostern. Bis dann, tschüss.